Willkommen zurück, Leute, zu Fairy Legends of Avalon, hier mit unserer kleinen, süßen Fee und unserem Oberon, der gesagt hat, dass wir Kameraden finden sollen. Und jetzt bin ich mal geschafft. Öffne mit Leertaste in deinem Buch und ruf die Seite Geschichte auf. Dort findest du eine Liste aller laufenden Quests. Okay, Geschichte. Gleich nachdem ich aus dem Tür hatten wir ja schon. Fliege zu Marido, fliege zur Spitze des Turms, sprich mit König Oberon, finde ein Märchenwesen, das sich dir anschließen würde. Okay. Dann versuchen wir das jetzt mal. Ah, ich glaube, da unten, da wohnen ja ganz schön viele. Da wird ja wohl einer dabei sein, der Bock auf uns hat. Vielleicht. Guck mal, da ist auch so ein Lichtstrahl. Lichtstrahl bei der Oma hier, bei der Frau. Hallo. Mit Arachne. Hallo, ich heiße Arachne. Wer bist du? Mein Name lautet Alexis. Ich bin erst vor kurzem aus dem Tiefschlaf erwacht. Es freut mich, dich kennenzulernen. Was kann ich für dich tun? Fragen. Ich habe einige Fragen. Schieß los. Gefährten. Ich bin auf der Suche nach mutigen Seelen, die mich auf meiner Reise durch die Spiegel begleiten würden. Sie wackelt immer so mit dem Kopf. Solche Abenteuer sind nichts für mich. Um ehrlich zu sein, würde ich dir nicht viel nützen, außer du brauchst Hilfe bei deiner Kleidung. Jemand anderes vielleicht? Fällt dir sonst noch jemand ein, an den ich mich wenden könnte? Nein, nicht aus dem Stegreif, aber ich werde gründlich darüber nachdenken. Lass uns später noch einmal darüber reden. Vielleicht fällt mir bis dahin jemand ein. Okay, anderes Thema. Ich hätte da noch eine Frage. Schieß los, Avalon. Was kannst du mir über die Insel erzählen? Oh, seitdem die Spiegel verschwunden sind, ist es hier ziemlich ruhig. Zu ruhig, für meinen Geschmack. Ohne den Trubel durch die Trolle und die Streiche der Feen würde es hier sehr schnell langweilig werden, glaube ich. Okay. Haben wir denn überhaupt noch mehr Fragen? Auf Wiedersehen, nee. Sag mal, du willst ja durch die Spiegel reisen. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Gefallen? Was kann ich für dich tun? Ich habe von einer fantastischen Weberin gehört, die in der Stadt der Illusionen leben soll. Ich würde so gerne eine Probe ihrer Handwerkskunst haben. Könntest du mir etwas von ihrem Stoff mitbringen, falls du sie triffst? Ja. Werde sie suchen, wenn ich in die Skarabäus-Welt gehe, um dir den Stoff mitbringen. Bis später. Skarabäus-Welt? Das klingt ja wohl mal cool. Achso, nein. Okay, wen haben wir hier noch so? Guck mal, hier haben wir doch noch einen. Der sieht doch fresh aus. Vielleicht wird der ja hier mit Marsias. Na Alexis, wir haben uns ja eine lange Zeit nicht mehr gesehen. Was? Bist hoffentlich schon richtig wach, hm? Wer bist denn du überhaupt? Ehrlich zu sein, bin ich noch nicht wieder ganz auf dem Damm. Ich erinnere mich an kaum noch etwas oder jemanden. Das ist ja lustig. Falls du sogar mich vergessen haben solltest, mein Name ist Marsias. Ich lebe schon seit viel zu vielen Jahren hier. Seit der Arcadia-Spiegel kaputt gegangen ist. Falls ich dir irgendwie helfen kann, sag es mir bitte. Na, wenn das so ist, würde ich dir gerne die eine oder andere Frage stellen. Ja, yeah. Aber natürlich, meine Liebe. Ich beantworte gerne deine Fragen, wenn ich kann. Du hast voll den großen Kopf und den kleinen Körper. Weißt du das eigentlich, du Ziegenbock-Typ? Gefährte. Ich bin auf der Suche nach einer tapferen Seele, die mich durch die Spiegel begleiten würde. Willst du vielleicht mitkommen? Nein, sag nein. Ich, oh Gott, ich bin doch nur ein alter Faun. Einer auf der Flöte spielt und Mädels zum Kichern bringt, das war's. Ich beantworte jede Frage, die du mir stellst, aber ich würde niemals mein Leben in fremden, unsicheren Welten aufs Spiel setzen. Oh, das ist ja schade. Sei tapfer. Komm schon, versuch's doch einfach. Das ist deine Chance, die Magie wiederherzustellen und die Welten zu retten. Deine Chance, ein Held zu werden. Nein, will er doch gar nicht. Lass ihn doch. Ein Held? Sehe ich aus wie ein Held? Das ist wohl ein Witz. Geh und mach dich über jemand anderen lustig. Okay. Du scheinst ja jeden zu kennen. Fällt dir jemand ein, der an der Sache vielleicht interessiert wäre? Tut mir leid, ich kenne niemanden, der so verrückt ist, mit dir auf eine solch wahnsinnige Reise zu gehen. Okay. Ja, dann danke. Noch was anderes vielleicht? Natürlich, meine Liebe, ich beantworte gerne deine Fragen, wenn ich kann. Avalon? Was kannst du mir über die Insel erzählen?
Auf Avalon geht es heutzutage ziemlich ruhig zu, meine Lieb. Vor allem seit fast alle Spiegel verschwunden sind. Früher, als Oberon zusammen mit Titania regierte, war immer etwas los. Aber mittlerweile verbringt der König die meiste Zeit damit, seinen Bart zu kraulen und über sein verlorenes Königreich zu jammern. Okay, zieh bitte weiter. Im Dorf sind nur noch wenige Bewohner übrig. Der alte Fischer am Inselrand, die nichtsnutzigen Goblins in der Drachenhöhle und schließlich die Trolle, die ab und an vorbeikommen. Immer auf Suche nach Streit, aber im Moment ist es recht ruhig hier. Okay. Arcadia? Arcadia? Hast du Arcadia gesagt? Wo liegt dieses Arcadia? Ah, Arcadia, meine Liebe, ist eine alte, alte Märchenwelt und ist vor langer Zeit verschwunden. Aber es war einfach fantastisch. Du hättest die glitzernden Flüsse, die üppigen Bäume und die lieblichen Nymphen sehen sollen. Ach, die Nymphen. Das war ein Anblick. Ich vermisse Arcadia sehr. Oh ja. Tschüss, ne? Dann träum mal weiter von deinen Nymphen, Blubberkopf. Da hinten ist doch auch noch was. Vielleicht da. Wie kann man nochmal... Ich versuche mal hier ein bisschen schneller. Oh, okay. Man kann echt schnell auch fliegen. Merke ich gerade. Oh, was ist da unten? Was ist das? Was ist das Rotes Cooles? Ich will es haben. Es ist rot und es sieht aus wie ein Ball. Und was ist das? Ich weiß es nicht. Schade. Na gut. Hier, mit dem reden wir mal. Mit Fischer Bronn sprechen. Ich glaub's ja nicht. Eine Besucherin. Hallo, du bist nur auf der Insel, oder? Ich glaub nicht, dass ich dich hier vorher schon mal gesehen habe. Vielleicht sollte man ihm auch so einen nordischen Slang geben. Hallo, mein Name ist Alexis. Ich habe mich in einem Kristall auf der Insel im Tiefschlaf befunden und ich bin erst vor kurzem aufgewacht. Aha, das schlafende Kristallmädchen, was? Schlaf, Kindlein, schlaf. Der Vater hüt die Schaf. Tut mir leid. Wolltest du etwas Bestimmtes? Da muss ich schon wieder über mich selber lachen. Mann, ich hätte es nicht sagen sollen. Kann ich dich was fragen? Natürlich, schieß los. Avalon, was kannst du mir über die Insel erzählen? Wie du schon sagst, es ist eine Insel, umgeben von Wasser. Gefällt mir ganz gut so. Ist das alles, was du darüber sagen kannst? Man kann wohl mehr über die Insel erzählen, aber es gibt sicher andere Leute, die sich besser mit Avalon auskennen. Ich hätte jetzt gedacht, er kann das gut so als Fischer und so. Was anderes vielleicht noch? Natürlich, schieß los. Gefährten. Der König hat mich gebeten, zwei Gefährten zu finden, die mir bei der Wiederherstellung der Spiegel helfen sollen. Wie sieht es mit dir aus? So ein Fischer an der Seite an unserer Elfe. Mit mir? Das war wirklich gut. Wie sollte denn ein alter Fischer wie ich dir von Nutzen sein? Ich kann auch nichts anderes, als Netze auszuwerfen. Ich bin alt, grantig und Rheuma gebeutelt. Ich ein Held? Selten so gelacht. Na dann schau. Schade, auf Wiedersehen. Dann nicht. Niemand will mit uns. Vielleicht finden wir ja nochmal jemanden. Hier mit Highspeed. Wir haben ja hier noch einige. Hier ist unser Faun. Da sind auch noch welche. Diese komischen zwei Trolle hier. Mit Tom sprechen. Misch dich ja nicht in Trollangelegenheiten ein. Hau ab. Na gut, dann hau ich besser ab. Und er hier? William? Misch dich ja nicht in die Filme. Na, ciao. Okay. Ihn hatten wir ja schon. Jetzt laufe ich wieder zurück aus Versehen. Jetzt mal gucken hier. Wo waren wir noch nicht? Hallo. Ja, wir kennen uns ja auch schon. Oh, eine Schatztruhe. Was finden wir denn hier? Kleidung aus Heilset. Kleiner Heiltrank. Ich öffne mal. Was haben wir denn hier? Hast du das jetzt da reingetan? Da, Inventar. So, jetzt können wir hier was anderes reintun. Heilung. Oh ja. Die effektiv deiner körperlichen und Giftangriffe. Okay, erhöht die effektiv deiner Heilzauber. Bonus bei kompletten Set verdoppelt. Das ist natürlich auch geil. Sieht schön aus. Ich glaube, das war es dann aber auch hier schon wieder, ne? Mhm. Jetzt sieht es nämlich schon gleich anders aus. Toll.
Aber wie, weiß ich auch noch nicht. Geh mal nach oben. Damit wir ein bisschen mehr Überblick wieder kriegen. Den haben wir ja schon gequatscht hier mit denen. Hier gehen wir doch zu den beiden mal. Hi, Leute. Marilou. Hey, Marilys, da ist ja unsere Freundin. Der König hat mit ihr gesprochen. Ja, eine wichtige Mission wartet auf sie. Sie soll Avalon retten. Vielleicht sollten wir ihr helfen. Brauchst du vielleicht unsere Hilfe, meine Liebe? Informationen. Ja, ihr könntet mir mit einigen Antworten sehr helfen. Wir sind ganz Ohr. Gefährten. Der König hat mich gebeten, Gefährten zu finden, die mit mir durch die Spiegel reisen würden. Wollt ihr vielleicht mitkommen? Oh, die kommen doch bestimmt mit, oder? Was? Wir hatten schon immer unsere Probleme mit dem Unbekannten. Wir sind sowieso viel zu klein für das Ganze. Es muss auf Avalon mehr Märchenwesen geben, die dir sehr gerne helfen würden. Fällt dir da jemand ein, Marilys? Vielleicht sollten sie mit Aziel reden. Er liebt doch Abenteuer. Tolle Idee. Ich glaube, ich habe ihn das letzte Mal am Strand gesehen, in der Nähe der Höhle der Goblins. Du solltest mit ihm sprechen, Alexis. Ah, okay. Okay, dann anderes Thema nochmal. Wir sind ganz Ohr. Avalon, was könnt ihr mir über die Insel erzählen? Avalon gibt es schon seit Anbeginn der Zeit. Es ist das Zentrum des Königreichs Faerie und der Ort, an dem König Oberon Hof hält. Es heißt, dass die Menschen einst, als die Magie noch allgegenwärtig war, noch bis hierher reisen durften. Doch sie wandten sich von der Magie ab und so blieben mit der Zeit nur noch Spiegel übrig. Okay. Früher waren überall Spiegel. Wir nutzten sie, um überall hinzureisen. Aber mit der Zeit verschwanden sie und so war Avalon irgendwann von anderen Orten abgeschnitten. Jetzt leben nur noch wenige hier, weil sich viele auf die Suche nach den alten Spiegeln gemacht haben und am Ende selbst verschwunden sind. Sogar die Drachen haben ihre Höhle verlassen und nur eine Handvoll Goblins zurückgelassen. Okay. Das ist aber, ich finde das sehr interessant. Also ich finde die Story bisher ganz cool eigentlich. So, jetzt quatschen wir mal mit dem Senfsamen hier, mit dem wir vorher nicht quatschen konnten. Da brat mir einer einen Storch. Wenn das nicht unsere Schlafmütze ist, hast du dich wieder an die Luft gewöhnt, hm? Na, was kann ich denn für dich tun? Der Alien-Typ. Ich würde dich gerne etwas fragen. Natürlich, schieß los. Aziel. Man hat mir von Aziel erzählt. Weißt du vielleicht, wo ich ihn finden kann? Der Sohn des Königs? Hab ihn am Strand herumspielen sehen. Vielleicht ist er noch dort. Ach, das ist der Sohn des Königs. Sohn. Aziel ist Oberons Sohn? Natürlich, die beiden liegen sich immer in den Haaren. Der Sohn will seinen Papa beeindrucken, der regt sich aber ständig über ihn auf, weil er so hitzköpfig ist. Aber es ist sein Sohn, das steht fest. Ist ja interessant. Avalon? Hier auf der Insel lebt der König und wir auch. Wir sind viele, aber nicht so viele wie früher, ja? Okay. Ich kann das Gott sei Dank immer doch noch schon ein bisschen überspringen, was ich ganz gut finde. So, wir sollen ja jetzt zu der Höhle. Aber da können wir eigentlich in die Häuser hier rein? Nee, die sind verschlossen. Also da können wir nicht rein von den Leuten. Da ist das Fischerding. Aber vielleicht, wenn man ein bisschen weiter da so rumcruist, vielleicht finden wir dann diese Höhle und auch Aziel. Wäre ja ganz cool. Irgendwo wird die ja wohl sein. Ist auf jeden Fall echt schön gemacht hier mit diesem Berg und so. Was ist hier? Wer ist denn Gobbedick? Hallo, hallo, ein neues Gesicht. Heutzutage ist das eher selten geworden. Wo kommst du denn her? Wohl nicht aus dem Spiegel, der meinen Cousin verschlungen hat, oder? Wie sieht er denn bitte aus? Was ist das für ein Gnomenvieh mit... Na... Was... Und der ist erkältet. Bin erst vor kurzem aus dem Tiefschlaf erwacht. Unweit von hier war ich in einem Kristall eingeschlossen. Ja. Oh, du bist das. Unglaublich. Und wie fühlst du dich jetzt? Hilfe? Recht gut, aber ich brauche Hilfe. Natürlich. Was kann ich für dich tun? Aziel. Ich suche Aziel. Weißt du, wo ich ihn finden kann? Ich glaube, ich habe ihn unten am Strand gesehen. Du wirst ihn wohl dort finden. Ach, ich dachte bei dieser Höhle. Aber vielleicht ist ja da die Höhle. Cousin?
Du hast deinen Cousin erwähnt, der in eine andere Welt gegangen ist. Hast du gar nichts mehr von ihm gehört? Nein, aber wenn wir schon beim Thema sind, er macht dir doch sicher nichts aus, mal nach ihm zu schauen, oder? Also, wenn du auf deine Spiegelreise gehst, meine ich, es wäre schon toll, wieder mal was von ihm zu hören. Selbst eine einfache Postkarte wäre schon super. Der Arme. Okay. Ich werde versuchen, ihn zu finden. Mach dir nur keine Sorgen. Danke, das ist echt nett von dir. Es bricht mir das Herz, nicht zu wissen, was mit ihm passiert ist. Oder ob er überhaupt noch am Leben ist. Ich habe ihn doch so gern gehabt. Okay. Ciao. Oh, der ist echt erkältet. So, dann wollen wir mal den Strand suchen. Bisschen doof, dass man beim Fliegen nicht automatisch hören kann. Ah, da ist auch noch was. Geil. Was haben wir jetzt hier so Schönes? Was haben wir Tolles gefunden? Nichts? Hä, was habe ich denn jetzt gefunden? Hier haben wir noch Ex-Libre-Stufe-Erfahrung. Baba, können wir hier Verwandlung bestehen? Du kannst diese Verwandlung noch nicht auswählen. Ich habe nämlich noch keine Fertigkeitspunkte. Okay. Was haben wir hier? Nichts Neues? Nee, ne? Nee. Habe ich nichts gefunden? Na gut. Weiß jetzt nicht, was da gerade drin war, weil ich habe das jetzt gar nicht gelesen gehabt. Oh, was ist denn da? Das ist ein kleiner Vogel. Eine Riesenmöwe. Ist die sauer, wenn wir hier kommen? Kannst du auch mal höher fliegen, Uschi? Das ist irgendwie voll geil, als so eine kleine Fee jetzt hier so alles aus dieser großen Perspektive zu sehen, oder nicht? Wie geil ist das bitte? Also irgendwie flasht mich das gerade. Weil, ich meine, so 0815 Rollenspiele kennt man ja schon, oder? Aber sowas, was ist doch jetzt auch nicht so das Normale. Ja, ich muss mal woanders irgendwie hin. Ach, guck mal, hier ist doch der Strand. Da könnte er doch sein. Genau. Guck mal, das wird er doch sein. Der Hengst hier. Der Sohn. Erfahrung erhalten 20. Abschnitt abgeschlossen. Finde Aziel am Strand. Hilfe, die Goblins greifen an. Bist du Aziel? Ich habe nach dir gesucht. Das bin ich in der Tat, aber wir können uns später noch richtig bekannt machen. Diese Goblins reißen mich in Stücke, wenn du mir nicht hilfst. Ach echt? Wie man kämpft. Ich komme. Wie man kämpft. Ich helfe dir gerne, aber wie kämpft man? Komm, dann erkläre ich dir alles. Einverstanden. Einen Moment, ich komme. Aziel mag dich etwas mehr. Hoho. Und jetzt? Jetzt ist es Zeit zu handeln. Wähle die gewünschte Aktion aus, navigiere dazu einfach mit der Maus durch die Menüs, klicke auf den Abbrechen-Button, wenn du die Auswahl aufheben willst. Zähl bitte weiter. Jede ausgewählte Aktion verbraucht eine bestimmte Anzahl von Punkten, was man an den Sternen neben dem Namen der entsprechenden Aktion erkennt. Am Anfang verfügst du nur über einen Aktionspunkt, wirst aber sicher im weiteren Spielverlauf mehr bekommen. Du kannst dich zwischen mehreren kurzen und einer langsamen, aber dafür wirkungsvolleren Aktion entscheiden. Ausgewählte Aktionen werden dem Balken oberhalb des Menüs hinzugefügt. Für jede Aktion musst du ein Ziel festlegen, sofern du keine Gruppenaktion auswählst. Das anvisierte Ziel wird hervorgehoben. Wenn du es ändern willst, klicke mit der Maus über die entsprechende Charakter oben in der Benutzeroberfläche auf seinen Namen, um ihn auszuwählen. Sobald du alle Aktionen und das entsprechende Ziel ausgewählt hast, werden die Aktionen nacheinander ausgeführt. Bist du bereit? Ja, ja. Wenn die Kämpfe zu einfach oder zu schwierig für dich sein sollten, kannst du den Schwierigkeitsgrad des Spiels jederzeit im Optionsmenü ändern. Pause, Hilfen, Optionen, Einstellungen. Alles klar. Bist du bereit? Ja. Jawohl, Angriff. Okay, cool. Dann wollen wir mal. Angriff. Jawohl. Ich würde sagen, wir nehmen uns erstmal einen vor. Du wurdest getroffen, aber es ist nur eine kleine Wunde, die dich nicht am Weiterkämpfen hindern wird. Behalte deine Lebenspunkteanzeige im Auge.
Sinkt sie zu weit ab, benutze eine Aktion, um einen Heiltrank zu dir zu nehmen. Du findest Heiltränke im Bereich Gegenstände deines Aktionsmenüs. Jawohl. Solltest du beim Kämpfen das Bewusstsein verlieren, ist der Kampf noch nicht vorbei, sofern einer der Gefährten noch bei Bewusstsein ist. Wenn du ihn nur ein Wiederbelebungselixier bittest, bist du sofort wieder auf den Beinen. Dazu muss ich sagen, dass einige von euch gesagt haben, es ist so ein bisschen Final Fantasy-artig vom Kampfsystem, was ich gut finde. Final Fantasy spiele ich sehr gerne. Dann habe ich auch mal wieder Bock drauf, einen Teil zu spielen. Das heißt, ich kann mich da, glaube ich, ein bisschen reinfuchsen und ist nicht so kompliziert. Falls du Gefährten hast, solltest du auch sie im Kampfgetümmel im Auge behalten und sie gegebenenfalls heilen oder wiederbeleben. Und nun auf in den Kampf. Ja, okay. Noch geht's uns ja gut. Balken sind noch dabei. Kriegen wir hin. Wir nehmen uns mal den einen erstmal vor. Ja, das ist doch gut. Der ist schon mal weg. Ausgerüstet sind wir ja auch und der ist auch weg. Du hast gewonnen. Erfahrung erhalten. 50 Erfahrung gesamt. 90 von 100. 10 Erfahrung benötigt zum Erreichen der nächsten Stufe. Ach, das kriegen wir ja hin. Das lässt sich einrichten. Danke für deine Hilfe. Du bist wirklich eine gute Kämpferin. Gern geschehen. Ich freue mich, dass ich dich aus dieser misslichen Lage befreien konnte. Aber warum haben dich denn diese Goblins angegriffen? Ich bin hier, weil ich die alte Drachenhöhle erkunden will. Möglicherweise befinden sich dort Gegenstände, mit deren Hilfe Avalon gerettet werden kann. Allerdings haben sich dort Goblins eingenistet und sie wären alles andere als begeistert, wenn dort ungeladene Gäste auftauchten. Okay. Höhle? Diese Höhle, von der du sprichst, war das wirklich mal die Drachenhöhle? Ja, einst haben dort die Drachen gehaust, aber als die Magie schwächer wurde, haben sie die Höhle verlassen. Und jetzt ist sie ziemlich heruntergekommen, aber ich bin mir sicher, dass man da drin noch interessante Dinge finden kann. Willst du mich begleiten? Ja, klar. Ich komme mit. Willst du dich danach mir anschließen? Ich brauche Gefährten, die mich auf meiner Reise durch die Spiegel begleiten. Mit Vergnügen. Es war schon immer mein Traum, jenseits der Spiegel zu gelangen. Hätte sie auch schon längst mal machen können. Perfekt. Machen wir uns auf den Weg. Neuer Abschnitt betritt mit Azil die Drachenhöhle. Wie cool ist das? Das machen wir im nächsten Part mit Fairy Legends of Avalon. Und wir haben jetzt hier einen neuen Weggefährten. Das ist doch klasse. Mal gucken, ob wir noch mehr finden. Aber den finde ich schon mal gut. Den kann man mitnehmen. Den jungen Hengst, Burschen, Flattermann hier. Der hat aber so coole, der hat so ein bisschen Adlerflügel, ne? Wir haben so eher so zierliche Feenflügel und er hat hier voll so eine... Ja, ich hoffe, wir werden auch noch cooler über die Zeit. Wäre ziemlich cool. Also, cool, ne? Cool, ne? Cool. Sehen wir uns dann... Oh, da ist noch eine Kiste. Warte, die holen wir uns noch schnell. Die will ich noch mitnehmen. Ah, hier, Wiederbelebungselixier. Mhm. Jetzt ist da nämlich auch was zu sehen. Hi, Eisen. Aha, aha. Aha, aha. Das ist ja interessant, Armbänder. Könnte man auch das nehmen, aber... Dann nehme ich mal Heilung, oder? Oder gehe ich auf Eisen? Effektiv deiner körperlichen und Giftangriffe. Ja, ich bleib mal kurz bei Heilung, aber ich denke, irgendwann werde ich wechseln auf Angriff, würde ich sagen. Aber es ist schon süß, ne? Es ist schon süß. Aber wie gesagt, ihren Kopf finde ich immer noch sehr kugelig. Ich bin nicht zufrieden mit ihrem Kinn. Aber ich kann das ja leider nicht mehr ändern. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.